wenn's heutzutage festlich wird, erklingt Barockmusik. Zur Eröffnung des Olympischen Kongresses in Baden-Baden spielt das Sinfonieorchester des Südwestfunks die D-Dur-Suite von Johann Sebastian Bach. Als er diese Musik hörte, sagte Johann Wolfgang von Goethe, man sieht ordentlich die Reihe geputzter Leute, die von einer großen Treppe heruntersteigen. Auch das ist die Zeit des Barock, der Dreißigjährige Krieg. Zerstörung, Plünderungen und Krankheiten, bitterste Armut in Mitteleuropa. Über 15.000 Dörfer wurden verwüstet. In dieser Zeit des Frühbarock lebt und komponiert Heinrich Schütz. Unter dem Eindruck des Krieges entstehen seine kleinen geistlichen Konzerte für bescheidenste Besetzungen, denn auch die Hofkapellen sind durch Krankheit und Flucht zusammengeschmolzen. Hier ein Ausschnitt aus dem Mini-Oratorium »Die sieben Worte Jesu am Kreuz« von Heinrich Schütz. Der große Krieg ist vorbei. Erbfolgeauseinandersetzungen teilen den Süden und Westen des alten Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation in kleine und kleinste Staaten, in denen nun die ebenso zahlreichen Fürsten und Kurfürsten ihre prächtigen Residenzen bauen. Politische Bedeutungslosigkeit wird durch repräsentative Prachtentfaltung ersetzt.
Schönheitsideal dieser Epoche ist die vollkommene Symmetrie der Fassaden. Selbst Büsche und Bäume wurden so zurechtgestutzt, dass die Gärten wie kunstvoll gewirkte Teppiche anmuten. Ausdruck des Machtbewusstseins der absolutistischen Fürsten, sich selbst die Natur untertan zu machen. Künstlichkeit, Repräsentation, Prachtentfaltung. Das sind die Ausdrucksformen des Barock. Im Dienste der Fürsten steht auch die künstliche, prächtige Musik. (1748) komponierte Georg Friedrich Händel seine Feuerwerksmusik für ein Fest, mit dem der Frieden von Aachen gefeiert wurde. An diesem Abend gingen die Tribünen der Pyrotechniker in Flammen auf. Das Fest endete in Panik. Georg Friedrich Händel ist ein typischer Vertreter der Weltoffenheit im Barock. Er geht als junger Mann nach Florenz, Rom und Venedig, wo er mit seinen Kompositionen und seinem Orgelspiel Aufsehen erregt. Dort in Italien entsteht um diese Zeit eine der wichtigen Formen der Barockmusik, das Concerto. Das Concerto im Barock meint vor allem zwei instrumentale Gattungen, das Solokonzert, das Konzert für einen Solisten und Orchester, und das Concerto Grosso. Im Concerto Grosso steht dem ganzen Orchester, Tutti genannt, eine Gruppe von Solisten gegenüber, die das Concertino spielen. Beide Gruppen, das Tutti und die Solistengruppe, musizieren abwechselnd, im Wettstreit sozusagen.
Der Weg vom Concerto Grosso zum Solokonzert war einfach. Die Komponisten, in unserem Fall Antonio Vivaldi, schreiben ihre Concertino-Teile nicht mehr für eine Solistengruppe, sondern in der Regel nur noch für ein Soloinstrument mit Generalbassbegleitung. Johann Sebastian Bach übernimmt und verändert dieses Aufführungsprinzip. In der folgenden Arie seines Weihnachtsoratoriums setzt er die menschliche Stimme wie ein drittes Soloinstrument ein. Die mit der Stimme musizierenden Solovioline unterstreichen sie, vertiefen musikalisch die Aussage der Arie. Johann Sebastian Bach arbeitet viele Jahre seines Lebens als Thomaskantor in Leipzig in bescheidenen Verhältnissen. Ein unendlich arbeitsamer Komponist und Musiker. Seine Musik, ob weltlich oder kirchlich, ist sehr kühn konstruiert. Sie weist in ihren Wirkungen weit in die Zukunft, bis in unsere Zeit hinein.
Deswegen war sie allerdings seinen Zeitgenossen viel weniger zugänglich als die Musik anderer Barockkomponisten. So hat Johann Sebastian Bach die Fuge als reinste Form der Musik zur höchsten Vollendung geführt. Die Fuge entsteht durch das Zusammenwirken mehrerer gleichgewichtiger Stimmen. Sehen wir uns die erste Fuge aus Bachs Kunst der Fuge einmal an. Sie ist vierstimmig. Eine Stimme, hier die zweite Violine, stellt das Thema auf. Sie spielt das Thema als erste. Sie führt und heißt deswegen Dux, zu Deutsch Führer. Das Thema beginnt mit dem Grundton D und endet wieder auf diesem Grundton. Die erste Violine hat das gleiche Thema, allerdings eine Quinte höher. Sie beginnt also mit A. Sie setzt vier Takte später ein, wenn das Thema der zweiten Violine zu Ende gespielt ist. Diese Stimme heißt Comes, zu Deutsch Begleiter. Und da der Dux dazu weiterfließt, wird der zweite Ton des Comes einen Ton tiefer gesetzt, weil es so besser klingt. Als dritte Stimme setzt das Violoncello ein, wieder auf dem Grundton D, allerdings eine Oktave tiefer. Das Cello übernimmt jetzt die Funktion des Dux. Eine Quinte darüber beginnt dann als vierte Stimme die Bratsche mit dem Thema als Comes. Jetzt alle vier Stimmen zusammen. Erste Fuge aus der Kunst der Fuge vollständig, mit der Vorstellung des Themas in den einzelnen Instrumenten, mit Überleitungen und der Verarbeitung des Themas in den Durchführungen. Thank you.
Vom prächtigen höfischen Konzert bis zu den Werken geistlicher Musik, die aus dem Erlebnis irdischer Vergänglichkeit und religiöser Jenseitshoffnung entsteht, spannt sich der Bogen jener Epoche, die wir Barock nennen. Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten Hand dir endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen. Der liebliche Korall der Lippen wird verbleichen. Der Schultern warmer Schnee wird werden kalter Sand. Der Augen süßer Blitz, die Kräfte deiner Hand, die hier in meiner ruht, die werden zeitlich weichen. Das Haar, das jetzt und kann des Goldes Glanz erreichen, tilgt endlich Tag und Jahr als ein gemeines Band. Der wohlgesetzte Fuß, die lieblichen Gebärden, die werden teils zu Staub, teils nicht und nichtig werden. Dann opfert keiner mehr der Gottheit deiner Pracht. Dies und noch mehr als dies muss endlich untergehen. Dein Herze kann allein zu aller Zeit bestehen, dieweil es die Natur aus Diamant gemacht.